Am Morgen ist es in Chemnitz zu einem sehr schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein LKW war gegen 10 Uhr mit einem gut besetzten Linienbus kollidiert. Es gab Dutzende Verletzte. Knapp 100 Rettungskräfte waren im Einsatz, um den Betroffenen so schnell wie möglich helfen zu können. Wir bleiben in Sachsen und kommen zu einem Brand, der einen riesigen Sachschaden verursacht hat. Die Rede ist von einer knappen Million Euro. Im Hotel Husarenhof in Grimma fing der Dachstuhl Feuer und die Flammen zerstörten einen Großteil des Gebäudes. Ja, und vor Ort ist auch unser Reporter Peter Heller. Peter, weiß man inzwischen mehr über die Brandursache? Mehr dazu sehen Sie heute Abend bei den Kollegen von exakt 20.15 Uhr hier im MDR. Die Einwohner von Dessau-Roßlau werden heilfroh sein, wenn die Muldebrücke, die quasi als Einfallstor in ihre Stadt dient, endlich fertig ist. In der Zeit läuft der Verkehr über eine Behelfsbrücke und das kostet jede Menge Nerven. In der vergangenen Nacht wurde ein großer Schritt in Richtung Fertigstellung geschafft. Freuen, die sich da täglich lang quälen müssen. Dankeschön, Stefan Ganz, für diese Baustellenbesichtigung in Dessau-Roßlau. Eine neue Folge unserer Wochenserie Was heißt hier Liebe? Haben wir gleich für Sie im Programm, zuvor aber die aktuellen Meldungen aus der Region. Vielen Geschäftsleuten in Radebeul graust es schon vor dem kommenden Wochenende. Nicht, weil viel Betrieb sein könnte, im Gegenteil. Sie haben Angst vor den Nächten und befürchten, dass sie wieder von Einbrechern heimgesucht werden könnten. Das war nämlich am vergangenen Wochenende der Fall. Was ja auch immer sehr gern und sehr häufig geklaut wird, sind Fahrräder. Und ziemlich häufig geschieht das gerade in Wernigerode. Aber nicht, wie man jetzt denken könnte, aus Kellern oder vom Straßenrand, sondern direkt aus den Fahrradgeschäften. Beim jüngsten Fall verschreckte nicht mal die Alarmanlage die Diebe. Das ist doch mal eine richtig scharfe Sache. Und jetzt schalten wir in die Landesfunkhäuser. Ich grüße euch, ihr lieben Kollegen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ihr habt heute auch geschnitten, aber ganz ohne Messer. Beiträge, frische Beiträge. Und es geht zuerst nach Erfurt zu dir, Aline. Hallo. Hallo, Anja. Der Sommer, der hat ja noch mal so richtig aufgedreht. Es ist schön für alle, die die Sonne noch genießen wollen. Und auch bei euch ist es schön warm. Aber ihr beschäftigt euch eher mit den Schattenseiten. Ja. Willkommen zu neuen Ehren, so fassen wir das mal zusammen. Sachsen-Anhalt heute berichtet mehr darüber ab 19 Uhr. Danke schön, schöne Sendung euch. Danke. Morgen, liebe Zuschauer, wird es richtig schön musikalisch bei uns, denn Patrick Lindner ausgiebig unterhalten. Hier geht es jetzt weiter mit MDR Aktuell. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und wäre schön, wenn Sie morgen wieder Zeit haben. Bis bald. Tschüss.